So, heutzutage ist die Frage, ob Frauen und Männer austauschbar sind oder ob Frauen besser sind als Männer, natürlich auch wieder eine sehr politische Frage. Wir hatten diese Sache auch schon vorher in Deutschland vor vielen Jahren. Ich war da an der Männerarbeit auch tätig. Zu der Zeit, als der Feminismus das erste Mal so eine gesellschaftliche Bewegung unter den Frauen war, da war die Lösung, die die Frauen oftmals gefunden haben, dass sie männlich wurden. Die Frauen wurden sehr männlich und die Männer wurden sehr weiblich oder soft und sind dann, haben dann meditiert und solche Sachen und das ganze New Age entdeckt. Und als die Frauen dann so über 30 waren, da wollten sie endlich mal einen richtigen Macker haben. Ich rede in Klischees. Viele Frauen sind ja auch lesbisch geworden aus politischen Gründen, um diesem Narrativ zu entsprechen. Aber als die Frauen dann merkten, so ist jetzt Zeit, eine Familie zu gründen, da waren die Männer weg, sozusagen. Die waren nämlich in Indien und haben meditiert und wollten keine Familien gründen, keine Verantwortung mehr übernehmen, weil das Männliche kaputt gemacht wurde. Und so erleben wir heute wieder die ähnliche Theorie, dass nämlich das Männliche schlecht und das Weibliche gut ist. Ohne dass es jetzt direkt so ausgesprochen wird, aber so viele Frauen versuchen ihre Söhne eben eher weiblich zu erziehen und das Männliche bei ihnen kaputt zu machen. Und auch Männer denken das inzwischen. Und dann haben wir natürlich auch noch die Geschlechtstheorie, auf die ich gleich eingehen werde. Aber noch eins zu den Polaritäten im Universum. Männlich und weiblich sind Polaritäten in dieser Raumzeitwelt, wie auch Dunkelheit und Licht Polaritäten in der Raumzeitwelt sind oder auch Hitze und Kälte, Länge und Kürze. Einige dieser Polaritäten sind nur scheinbar in der Existenz. Die existieren nur scheinbar, wie zum Beispiel der Gegensatz zwischen hell und dunkel. Es gibt nur Licht, es gibt keine wirkliche Energie der Dunkelheit, sondern nur eine Abwesenheit von Licht. Auch der Gegensatz von Hitze und Kälte ist kein wirklicher Gegensatz, keine wirkliche Dualität, sondern es gibt nur Wärmestrahlung und die Abwesenheit von Wärmestrahlung. Kälte ist eigentlich nur die Abwesenheit von etwas, was real ist. Der Gegensatz von männlich und weiblich scheint realer zu sein. Er zeigt sich auch aufgrund von den kosmischen Prinzipien von Fülle und Leere. Das sieht man so, dass also manche Männer und Frauen diese kosmischen Prinzipien ausleben. Ein Beispiel dafür ist, dass Frauen stundenlang miteinander reden können, wenn sie Freundinnen sind. Und Männer, wenn da zwei Freunde miteinander telefonieren und checken, wie es ihnen geht, da brauchen Sie vielleicht eine Konversation von 30 Sekunden. Wie geht's dir? Alles gut? Und so, ja. Also, die Männer lieben die Leere irgendwie. Frauen lieben die Fülle. Und dann gibt es noch die beiden, dann gibt es noch die Frage, wer sind eigentlich die Kriminellen? Das sind so 90, 95% Männer. Aufgrund eines geringfügig anderen Verhaltens, also der Unterschied ist vielleicht nur 10%, aber wenn es dann um Kriminalität geht, hat das einen großen Effekt. Männer haben andere Hormone, Testosterone, und die Frauen haben Östrogen. Und was wir sehen werden, wenn wir uns die Geschichte anschauen, ist, dass Männer und Frauen in der Geschichte in dieser Zeit, in den letzten 13.000 Jahren seit Atlantis, unterschiedliche Rollen gespielt haben und wahrscheinlich auch schon davor. Und das hat nichts mit Gut und Böse zu tun. Männer haben Testosteron, weil sie erobern wollen und müssen, Frauen erobern oder auch Länder verteidigen. Frauen haben die bewahrende Rolle gehabt in den letzten 13.000 Jahren. Und das letzte dunkle Zeitalter war ein Zeitalter, in dem Männer regiert haben. Das geht jetzt zu Ende, sagen bestimmte weise Leute. Und jetzt beginnt das wieder ein goldenes Zeitalter mit Frauen an der Spitze der Pyramide. Das heißt, es gibt die Tendenz, dass Männer schlechtere Führer sind. Aber nicht alles, was männlich ist, ist schlechter als das Weibliche. Man könnte auch über Missbrauch sprechen. Kommen wir vielleicht noch zu. Man kann auch darüber sprechen, in unserer materialistischen Gesellschaft, ob Gewalt wirklich immer nur körperlich sein muss. In unserer vollkommen verdummten materiellen Welt ist nur das, was man sieht, wirklich. Aber dass die Zunge auch töten kann, das ist anscheinend im Strafrecht nicht vorgesehen. Und jetzt gucken wir uns mal diesen kleinen Teufel hier an, der die Gender-Theorie entworfen hat. Er hieß John William Money.
Und dessen Theorie wird gerade gepusht, die wird gerade in Gesetze umgegossen, obwohl sie unbewiesen ist und eigentlich falsch ist und zur Zerstörung von vielen Leben geführt hat. Hier, selbst in Wikipedia, ist ein kritischer Artikel über ihn drin, also in seiner Biografie, dass eine Studie von 1997 ihn kritisiert hat. Und zwar hat er seine Theorie auf das Schicksal von Zwillingen gestützt. Der eine von den beiden hieß David Reimer, der hatte keinen ausgebildeten Penis als Kind, nur einen Hodensack, und den hat er kastrieren lassen und den Eltern gesagt, sie sollen so tun, als wenn das ein Mädchen wäre. Das war also schon so früh, dass er noch keine Erinnerung daran hatte. Die hat er als Mädchen aufgezogen, aber seine Theorie basierte darauf, dass wenn jemand als Mädchen aufgezogen wird, dann spielt es keine Rolle, ob er als Junge erzogen oder geboren wurde. Man kann jederzeit Geschlechter wechseln mit Hormonen und so weiter. Und hier steht auch die Therapie-Sessions. Also der David wusste nicht, dass er vorher ein Junge gewesen ist. Er wurde als Mädchen aufgezogen, hat allerdings beim Urinieren immer gestanden, was eindeutig im Widerspruch zu dieser Theorie von Monet stand. So, und dann hat er also die beiden Geschwister dazu gezwungen, sexuell miteinander zu interagieren und davon auch Fotos gemacht. Er hat ihr Leben zerstört. David Reimer hat im Alter von 38 Selbstmord begangen und sein Bruder starb im Alter von 36 durch eine Überdosis von Drogen. Darauf basiert also, auf der Arbeit von diesem Monet basiert unsere Gender-Theorie. Das führt letztens dazu, dass Männer an Frauenwettbewerben teilnehmen können, wenn sie 2 Jahre lang weibliche Hormone genommen haben. Aber das männliche Skelett ist so anders. Es hat so viel mehr Muskeln, dass auch eine Hormontherapie einen männlichen Körper nicht in einen weiblichen Körper verwandeln kann. Wenn also Männer an Frauenwettbewerben teilnehmen, werden sie gewinnen und sie werden den Frauen einen Sport kaputt machen. Und damit geht jetzt alles den Bach runter, was in den letzten über 100 Jahren von Frauen und Feministen erkämpft wurde. Und die neuen Feministen, die geben das auch kampflos auf. Die beugen sich alle gegenüber dieser neuen Gender-Theorie. Das heißt, wir können jederzeit die Geschlechter wechseln. Und es macht nichts. Schwamm drüber. Augen zu und durch. Wie war das in der Geschichte? Also Atlantis ist natürlich eine mythische Größe, die ist nicht bewiesen. Aber seit den letzten, vielleicht auch 20.000 Jahren, war die tribale, die Stammeskultur so, dass die Frauen zu Hause im Dorf blieben. Man könnte sich so vorstellen, sie standen alle um einen großen Topf herum und haben da zusammen diese Suppe gerührt. Die haben die Kinder erzogen, solange sie nicht bis älter als 10 waren. Dann wurden die Jungs an die Männergruppe weitergegeben und die haben die Erziehung übernommen, aber die Frauen haben die Mädchen erzogen. Die haben die Sprache und die Kultur weitergegeben. Ihre Sprache war komplizierter, komplexer als die der Männer. Und die haben letztlich auch ihre Sexualpartner ausgewählt, wie das noch heute in matriarchalen Kulturen zum Beispiel zu sehen ist, auf Inseln, afrikanischen Inseln im Atlantik. Die Männer dagegen waren außerhalb des Dorfes mit der Jagd beschäftigt, solange es noch Sammlerkulturen waren, Jägerkulturen. Deren Sprache war mehr auf räumliche Orientierung ausgerichtet, natürlich viel einfacher. Die haben die Jungs erzogen. Und Jungs haben von den Vätern gelernt, wie es ist, ein Mann zu sein. Und das war eine energetische Frage auch. Das erlebt man, wenn man heutzutage Familienaufstellung macht und da diese Verbindung zwischen den Vätern, der Vätergeneration und den Söhnen zerbrochen wurde, zerrissen wurde, dass diese Energie trotzdem wieder geheilt, dieser Fluss der Energie kann wiederhergestellt werden, weil man diese Familientherapie macht. Wir können die Ahnenreihen wiederherstellen. Und wie gesagt, es ist eine energetische Frage, es ist keine konzeptionelle Frage, wie das heute so gerne dargestellt wird, dass das Mannsein ein Konzept sei und das Frausein sei ein Konzept. Nein, es ist ein energetischer Unterschied. Männer haben eine eigene Art von Humor und haben eine eigene Art, das Leben zu betrachten. Und seit 1840 wurden englische Bauern dazu gezwungen, in die Fabriken zu gehen. Und da passierte der Bruch. Das ging dann in ganz Europa los mit der Industrialisierung. Das habe ich in der Erziehungswissenschaft gelernt, in der Soziologie, dass zum Anfang die Männer keinerlei Anstalten machten, in die Fabriken reinzugehen. Darum wurde Freibier ausgeschenkt, sowohl in England wie auch bei Krupp.
solchen Fabriken im Ruhrgebiet. Die hatten Freibier den ganzen Tag, die waren den ganzen Tag besoffen. Und trotzdem sind sie meistens oft nicht zur Arbeit erschienen. Wie hat man das Problem gelöst? Man hat ihre Gärten, ihre Felder beschlagnahmt, sie hat sie in den Hunger getrieben. Und erst wenn sie wirklich nichts mehr zu essen hatten, sind sie zur Arbeit gekommen. Dadurch mussten die Frauen, die Mütter, Erziehung der Söhne übernehmen. Die haben natürlich instinktiv versucht, aus den Söhnen bessere Männer als ihre Väter zu machen. Und seitdem werden Männer von Frauen erzogen. Mit Ausnahmen natürlich. Aber was die Männer mitbekommen, ist ein Klischee, ist ein Konzept. Sie kriegen die männliche Energie, eine Ahnenreihe von Männern eben nicht mehr mit. Sie wissen nicht mehr, was eine Männlichkeit ohne toxischen Bruch ist. Erst wenn das geheilt wird. Und dann erleben wir heute eben toxische Männlichkeit. Genauso wie wir toxische Weiblichkeit erkennen, weil auch die Verbindung zwischen Müttern und Töchtern zerbrochen ist durch Ideologien. Wir erleben also heute, dass wir eigentlich einen Scherbenhaufen haben, wo alle manipuliert werden und wo versucht wird, alle von ihren Wurzeln vorzutreiben. Und wir, es an uns ist, wir wieder Verbindung zu unseren Ahnen aufnehmen müssen und es lernen müssen, was das heißt, eigentlich ein Mann zu sein und eine Frau zu sein. Ein erleuchteter Lehrer aus Österreich, ich glaube, der heißt WHO, nennt er sich oder so, der sagte, dass er als ein spiritueller Sucher, also ein New Age Guy war, da war er sehr, sehr weich, sehr weiblich, androgyn. Als er aber dann erleuchtet war, wurde er wieder sehr männlich. Das sollte genug sagen für jeden Sucher, der denkt, oh, ich muss jetzt ganz verstehend, weich, empathisch sein. Ich darf nicht mehr männlich sein. Das ist vollkommen absurd. Auch hat man festgestellt in der Geschichte, wenn man die Geschichte des alten Griechenlands, klassisches Griechenland und auch von Rom anschaut, dass diese Zivilisationen dann zerbrochen sind, wenn das Männliche zerstört wurde, wenn die Statuen auf einmal androgynen wurden. Das heißt, wenn das Männliche kaputt gemacht wird oder sich selbst zerstören lässt, dann geht es in der Gesamtheit der Gesellschaft bergab. Ich habe gerade ein Video gesehen, wo irgendjemand, ein Hergelaufener, auf ein Polizeiauto mit einer Eisenstange zerschlagen hat und die Polizei, die stand da nur rum, wie aufgeschreckte Hühner. Dem einen wurden wohl auch ins Gesicht geschlagen, meinen Polizisten. Und die haben nichts gemacht. Die haben sich nicht getraut. Denn sie wussten, wenn sie was tun, dann werden sie wahrscheinlich selbst ihren Job verlieren. So, wir leben also. Ja, muss ich gar nicht länger kommentieren. Nur noch mal so viel zur Zusammenfassung. Männer und Frauen haben gut zusammengearbeitet, auch als Einzelpaare. Als die Stammeskultur zerbrach, gab es dann ja diese Kernfamilien. Vorher war es so, dass die Großeltern praktisch die Kinder der jungen Leute erzogen haben. Da war also dieser Pool der Leute und die haben die Kinder erzogen. Und die jungen Leute haben die Kinder gemacht, die Älteren haben sie erzogen. Dann gab es die Kernfamilie. Und auf einmal haben die jungen Leute mussten sich um ihre eigenen Kinder kümmern und waren damit natürlich überfordert. Aber über die Jahrhunderte haben die Leute einen guten Job gemacht, die haben gut zusammengearbeitet. Dass sie unterschiedliche Rollen hatten, hat nichts mit Hierarchie zu tun. Man nennt noch heute Spanien ein Matriarchat. Das heißt, in Spanien haben die Frauen das Sagen zu Hause. Auch in anderen arabischen Ländern vermutlich haben die Frauen das Sagen. Die Männer besorgen das Geld, die Frauen haben die Verantwortung für die Familie und das Geld, Erziehung der Kinder und so weiter. Aber heute im Westen ist alles nur noch verwirrt. Es wird um alles gekämpft. Hingabe gibt es schon gar nicht mehr. Dienst möglichst nicht. Jeder will so viel haben, wie er bekommt aus einer Beziehung. Und so geht es nicht. Also in Berlin ist schon die Hälfte der Haushalte mit Single gefüllt. Also die Zerschlagung und die Zerstörung der Fähigkeit, überhaupt jemanden zu ertragen, ist Teil unserer Propagandasituation durch das Internet, durch alles. Dadurch, dass wir ständig im Internet herumspringen und uns daran gewöhnen, alles zu bekommen mit einem Klick, können wir andere Leute einfach nicht mehr ertragen, die ihre eigenen Bedürfnisse haben. Können wir uns nicht mal in diesem Moment entspannen? Können wir nicht mal unser Ego loslassen? Ob das ein dummer Zufall ist oder ob da böse Absicht hinter steht, kann ich jeden selbst überlassen. Könnt ihr an den Kommentaren schreiben, wie ihr darüber denkt. Aber Frauen und Männer haben unterschiedliche Rollen gehabt in den letzten 13.000 Jahren oder 20.000.
Und vielleicht gibt es ja heute neue Rollen. Vielleicht sollen ja jetzt die Männer zu Hause bleiben und die Frauen den Job machen. Vielleicht machen sie einen besseren Job als die Männer. Vielleicht sollten sie Politiker werden, aber nicht wie Frau Merkel, 13 oder 16 Jahre nichts großes Unternehmen, keine Reform, nichts, sondern eben ihre eigene Inspiration fließen lassen. Ja, so weit, so gut. Sind Frauen besser als Männer? Ja, zurzeit sieht es so aus, dass Frauen mehr, besser sind als Männer. Zugegeben. Aber das Maskuline ist deswegen nicht generell toxisch. Wir brauchen das Maskuline genauso, wie wir das Weibliche brauchen.